Regenbogenfahne hängt jetzt wieder am Rathaus Katharina Fegebank. Das ist doch ein schönes Bild. Ein absolut schönes Bild und auch ein ganz wichtiges, weil Hamburg wieder Flagge zeigt in diesem Jahr. Nicht nur rund um die Pride Week, sondern ja eigentlich immer. Und das Ganze unterstreicht natürlich auch nochmal das Motto des diesjährigen CSD und der Pride Week. Keep on fighting together. Also kein einsamer Kampf der Community, sondern die gesamte Gesellschaft ist aufgefordert und gefragt, sich zu engagieren für Gleichstellung, für Gleichberechtigung und sich stark zu machen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Ja, aber wegen der Pandemie müssen wir ja jetzt irgendwie immer Abstand halten. Das ist natürlich blöd für so eine Bürgerbewegung. Ja, das stimmt. Und es hat wirklich ja viele Entbehrungen die letzten anderthalb Jahre gegeben. Kontakte, die runtergefahren wurden, persönliche Treffen, die nicht stattfinden konnten. Und gerade an die Community habe ich viel gedacht in den letzten Wochen und Monaten. Ich hatte auch das Gefühl, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist. Ganz viel hat sich in den digitalen Raum verlagert. Das funktioniert natürlich in Strecken ganz gut, aber überall da, wo Begegnung erforderlich ist, wo man sich auch mal in den Arm nehmen will und muss, das ist alles auf der Strecke geblieben. Und ich hoffe wirklich so sehr, dass jetzt mit Impffortschritt und einer Perspektive, die wir dann gerne geben wollen, vieles wieder möglich ist, was einfach nicht gehen konnte aufgrund der Pandemie in den letzten anderthalb Jahren, weil es ja immer noch viel zu tun gibt. Wir haben zwar viel erreicht, das wird auch in diesem Jahr wieder gefeiert bei den vielen Veranstaltungen, Diskussionen, abendlichen Festen, aber es gibt einfach auch noch richtig viel zu tun und der Blick ins europäische Ausland, nach Ungarn beispielsweise und die Ereignisse rund um die EM, die zeigen nicht nur hier vor der Haustür, sondern eigentlich auch überall. Gibt es noch Diskriminierung und Ausgrenzung, Gewalt, mit der Teile der Community sich auseinandersetzen? Im analogen, aber auch im digitalen Raum. Und wir haben auch rechtlich noch ein bisschen was vor uns. Die Ergänzung von Artikel 3, Erweiterung und das Thema sexuelle Identität, das Thema Reform vom Abstammungsrecht, gerade wenn es um lesbische Paare geht, die nicht gleichberechtigt auch Mütter des Kindes dann sind. Also viele Themen, mit denen wir uns auch in diesem Jahr wieder auseinandersetzen. Ja, vielen Dank, Katharina Fegebank. Ich danke auch und wünsche euch, drücke euch virtuell alle und wünsche euch eine ganz tolle, nein, es sind ja diesmal zwei Wochen sogar, tolle Pride Weeks.